Mario Schmidt fast zum Gegenzug, aber nur fast, da ist Max Renner wieder dazwischen gegangen. Jetzt noch einmal ein weiter Pass der Rosenheimer, aber auch der landet in nichts. Wir sind in der 10. Spielminute. Die erste Überzahl der Lausitzer Füchse blieb folgenlos. Es steht 0:0 hier im Rosenheimer Kaplanstadion. McNeely passt Leubel, Tor! Eins zu null für die Star Bulls Rosenheim. Hat die Scheibe da ein Bruchteil einer Sekunde freigelegt. Noch einmal. Wieder an der blauen Linie Rona. Nach rechts gespielt auf Leubel. Der deutet den Schuss an mit Niedrig. Ja, Pass! Und dann ist das Ding drin. 2:0. Schöne Kombination. Tyler McNeely auf Beppo Frank. Und der zieht aus halblinker Position ab. Und dann steht es 2:0 für die Star Bulls Rosenheim. Überzahltreffer für die Rosenheimer. 27. Spielminute. Lässt liegen und dann geht der Schuss weit am Kasten vorbei. Aber Lindelbauer holt sich nochmal die Scheibe. Lindelbauer, Querpass, Tor! Tolle Aktion von Lindelbauer, der rüberspielt auf Fabian Zick. Da haben wir eigentlich schon auf den Schuss gewartet. Und dann gibt er noch einmal quer und Fabian Zick aus vollem Lauf macht er das 3:0 für die Star Bulls. 37. Spielminute. Strakow im Zweikampf wird hier verfolgt von Mario Schmidt. Strakow wieder. Schöner Schuss von Zick. Nachschussmöglichkeit. Und dann ist das Ding drin. 4:0. Vollmeier ist es. Max Vollmeier, der Youngster bei den Star Bulls Rosenheim. Da war die Abwehr der Lausitzer Füchse vollkommen desorientiert. Die Scheibe lag frei im Slot. Und Max Vollmeier schaltet am schnellsten und macht. Heda Doppelpass mit Lavallee. Jetzt Parkonnen an der Blauen. Wieder nach links gespielt. Auf Heda, der einen Slot. Und dann versuchen sie die Scheibe reinzustochen. Und dann ist das Ding drin. Anschlusstreffer für die Lausitzer Füchse. 57. Spielminute. Das war es also dann doch nichts mit dem Shutout für die Star Bulls Rosenheim. Es steht nur noch 4:1. Abgeblockt, abgefälscht. Nachschussmöglichkeit Götz. Gibt die Scheibe hinter dem Kasten, wieder in den Slot gespielt. Dann hat der Rosenheimer Verteidiger den Schläger verloren. Aber die Scheibe ist draußen. Noch 10 Sekunden. Es bleibt hier beim 4:1. Der Star Bulls Rosenheim. Sie gewinnen hier dieses Spiel. In diesem Moment ist es vorbei. 60 Minuten gespielt. 4:1 der Endstand zwischen den Star Bulls Rosenheim und den Lausitzer Füchsen. Das heißt, die Star Bulls bleiben weiter die beste Heimmannschaft der Liga und können so ihre Auswärtsschwäche immer wieder kompensieren.